Das ist alles überhaupt... Ach du Scheiße. Rasen tot. Ja, viel Glück. Oh, hä? Ach so, warte mal. Ja, jetzt geht's. Ich muss ja, mein Tröd-Knopf ist immer noch ein bisschen, ja, der ist immer noch ein bisschen außer Dienst. Ja, kann man nicht ändern. So, los geht's. Willkommen zu Bomber Crew. Entschuldigung, mein Gehirn muss erstmal hier ein bisschen ankommen. So, auf ins Abenteuer. So. Wähle eine Mission auf der Einsatzkarte. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Nahrungsabwurf in Gouda. Holland. Krass, wir sind jetzt schon bei Holland. Ach, wir haben die letzte Hauptmission gemacht, ne? Jetzt hier Market Garden, wahrscheinlich. Aber ich sollte nicht so viel reininterpretieren. Berliner Flakturm. Ich glaube, wir machen mal den Nahrungsabwurf in Gouda. Für den holländischen Widerstand. Feindliche Panzerung reduziert. Machen wir. Mission starten. Schon da sowas wie Fliegerass? Habe ich natürlich, habe ich natürlich nachgeguckt. Keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Ich, der beste Spieler in diesem Spiel, weiß ganz genau, wie alles funktioniert. Oh Gott, wie kann ich nochmal fliegen? So, Fahrwerk einfahren. So, los geht's. Nahrungsabwurf, ja, das ist wahrscheinlich nicht weit. Lieferung in niedriger Höhe fallen lassen werden. Keiner hat den Fallschirm, er wird driften, wenn er zu hoch... Okay. Lesen, lesen, lesen. Alter mal. Ich kann das. Ich glaube an mich. Okay, hinten haben wir jetzt automatische 20mm Kanone. Oben haben wir eine unfassbare MK3 Superkanone. Ich glaube, unten haben wir noch nichts. Und vorne haben wir, ja, das ist auch noch ein bisschen läppsch, aber wird ja nicht so oft benutzt. Ich danke nochmal für den Tipp, dass ich definitiv die Flugzeuge markieren sollte. Danke. Ja, das habe ich nicht gedacht, dass ich das muss. Super Sache. Feuer öffnen! Ja, yeah, guckt euch das... Ach, ist das schön, oder? Endlich. Ich bin glücklich. Was ist denn mit dem los? Wo schießt der überhaupt hin? Ich ärgere mich mal nicht darüber, aber... Ja, das ist jetzt natürlich schon mal super. Schnell ist denn unser Mechaniker? Hm, Rasentod, los! Hat uns aber nicht einmal getroffen, oder? Kann das sein? Ist das geil. Ein paar Fotos machen wäre super. Gebiet von Feinden säubern. Aber ich darf abwerfen, oder nicht? Wunderschön. Okay. Und jetzt Spitfires rufen. Alles gut, alles gut, alles gut. Die sind alle weg. Gucken wir mal. Da. Da wollen wir hin. Ich meine, wir können das doch gar nicht. Das kann doch gar nicht fehlschlagen, oder? Müssen wir da jetzt noch ein bisschen rumfliegen, oder? Ich fliege jetzt erstmal zum Fotopunkt, ja? Ach, ich habe die Spitfires. Ah, ne, ja, habe ich absichtlich gerufen. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Ja, greift an, meine Donnervögel!
Okay, sehr schön. Okay, zurück. Das sind immer nicht so viele, ne? Also wie gesagt, das ist manchmal echt komisch, wie schwer und nicht schwer irgendwas ist. Wir wollen ja auch nicht vergessen, dass ich auf schwer spiele, ja? Ich meine, das habe ich eingestellt. Mann, ich würde so gern mal einen deutschen Bomber fliegen. Aber ich verstehe schon, warum das manche Spielen einfach besser so ist. So, miese Hexe braucht Heilung. Und zwar kann Rasentod... Ja, das haben wir nämlich nie gemacht. Das gucken wir mal. Panzerbrechende Munition wäre auch gut gewesen. Boah, Alter. Die kommen gar nicht an. Okay, wie weit kann er die denn heilen? Ich glaube, er macht so und so viel Prozent. Okay, das haben wir geschafft. Auf nach Hause. Ist natürlich praktisch, ne? Ich glaube, jetzt kommt eh nichts mehr. Jetzt können wir wieder... Alle mal auf Position! Ja, auf nach Hause. Auf nach Hause. Wunderschön. Ist immer noch zu langsam Rasentod, finde ich. Turbo und Mager. Ist eine geile Kombination. Komm, miese Hexe, geh mal. Miese Hexe ist auch noch... ist miese Hexe eigentlich der letzte Überbleibsel der alten... Frosty, Frosty-Son, das ist auch richtig gut. Der Sohn von Frosty. Nein, Frosty. Er ist erfroren, glaube ich auch, oder? Ich weiß es gar nicht. Er ist auf jeden Fall in großer Höhe von der Fläche gefallen. Na gut. Ein bisschen Schwund ist immer. So ist das nun mal. Ja, wir haben ja auch die Raketen. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Ich habe so viele Folgen vorproduziert, weil wir waren sehr erfolgreich. Und ja, so sieht's aus. Unfassbar. Frosty, Frosty-Son. Des Frostys reine Seele. Unfassbar seinesgleichen. Bestreitet er einen Auftrag nach dem anderen. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Willkommen zum Archie-Bomber. Der beste Bomber aller Zeiten. Sehr schön, sehr schön. Mehr davon bitte. Sehr schön. 15.000. Ich weiß jetzt gar nicht. Jetzt können wir uns mal auf andere Sachen im Flieger konzentrieren. Flugzeugaufrüstung geschützt. Oh ja. 50 Kaliber. Warte mal, wir gucken jetzt mal gerade. Flugzeug. So, was fehlt? Also, zuallererst gucken wir jetzt mal gerade nach Ausrüstung. Das hatten wir gemacht, ne? Nicht, dass ich das nochmal vergesse. 2, 3, 4, 5. Ja, der Pilot muss mit abstürzen. Rumpfpanzerung, Motoren. MK3, gepanzert 5, guck mal, leichter Motor MK3, genau so hatte ich es gemacht. Gepanzerter Motor. Das ist halt das Ding. Pff.
Ne, unser Ding ist schon maximisiert. Ist die große Frage. Also wir haben unten im Bauch haben wir das hier. Ach, das ist auch schon ziemlich geil. Was haben wir denn vorne? So, da haben wir ein Zweier drin. Was ist, wenn ich vorne das hier einbaue? Geht das? Jawoll. Ich weiß nicht, ob ich beim Motor nochmal was ändern will. Wir gehen jetzt mal. Wie sieht's denn mit gepanzertem Rumpf aus? Wir haben wieder ein bisschen Platz. Okay, auf die nächste Mission. Panzerfabrik in Bremen. Feindliches Ass im Missionsgebiet. Feindschaden reduziert für die nächsten zwei Missionen und... Ja, sehr gut, machen wir. Los geht's. Panzer, ich begrüße Sie. Entschuldigung, es geht los. So, wir gehen mal direkt auf mittlere Höhe. Starten schnell. Schließen unseren Piloten ab. Fahrwerk einfahren. Auf ins Abenteuer. Auf in zu ungeahnten Möglichkeiten. Ist halt geil, wenn so ein 50 Kaliber schon auf die Flugzeuge draufhält. So, wir haben ganz einfach ganz normale Bomben, ne? Okay, ist so gemischt. Fabrik zerstören. Wusch, wusch, wusch. Geh mal ganz hoch und guck mal, wie es läuft. Aber so weit ist sie halt nicht weg. Obwohl, doch, ist schon weit weg. So, dann müssen wir hier dreimal direkt wechseln. Knarf ins Bauchgeschütz. Ja, Sir. Magere Dingensleitung anmachen. Ja. Ich bin so mager. Magerer geht's gar nicht. Magama. Okay, ich hör auf. Der Magerige. Der Mickrige. Ja, Sauerstoff geht runter. Aber noch wird er halten. Stellt euch vor, man könnte jetzt immer weiter pimpen, ja? Es wird so das Geheimdienstbüro und dann hat man irgendwie so eine, keine Ahnung, so. Gut, es gibt ja Secret Weapons, aber ja. So Düsentriebwerke und so. Gut, wir sind über der Flak. Ich wusste nämlich, dass das losgeht hier. Wir müssen eigentlich mal den Flakturm zerstören, bevor wir eine Hauptmission machen. Es müsste aber eigentlich alles gut... Ups, nein. Ach du Scheiße, die haben den weggesniped! Ich bin wahnsinnig. Ich glaube, ich rufe jetzt direkt Spitfires, oder? Alter! Okay, weiß Bescheid. Ab jetzt müssen wir die abwehren. Geh du mal in die Kanone. Nee, Lodinio ist wieder... ist völlig geheilt. Achso, das ist mein Talent, ja? Ja, die sind auf mich zugeflogen, aber jetzt können sie hier nicht mehr hin. So, Fliegerass kommt. Spitfires rufen. Wie weit sind wir noch weg? Wir gehen jetzt mal runter. Niedrige Höhe. Und los. Ach, so einer ist das. Franziska Festung. Alter Schwede. Okay, los geht's. Knarf nach oben. Rasentot ins Bauchgeschütz. Fokus, Brandmunition. Panzerbrechende Munition. Fokus. Okay, und Raketen schießen. Jawoll! Das sind auch meine Spitfire-Freunde. Wie konnte man nur einen Kampfflieger bezwingen? Unverschämtheit. Ja, genau.
sehr schön. Erst mit dem Foto überlege ich mir dann nochmal. Oh, Alter. Tja, ne? Schon geht's. Man braucht einfach nur richtig dicke Kanonen. Ja, egal. Holt eure Verstärkung. Hä? Ist da auch... Das ist auch mein Ziel quasi, die Panzerfabrik. Ach du Scheiße. Überhaupt kein Problem. Abdrehen, abdrehen, abdrehen. Mir ist jetzt wehgetan. Das ist eine Meh. Ja, das ist ein Raketenflieger. Das ist überhaupt nicht gut. Wir gucken, was wir machen sollen. Oh, oh. Haben wir wieder einen Notsturzflug. Motor abkühlen. Oh, Alter, jetzt kommen richtig viele Flieger. Wir müssen richtig hoch. Wir bleiben auf Mittel, das ist wenigstens schon mal gut, glaube ich. Nein, 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 defensiv haben wir nicht mehr. Rakete abfeuern, alles raus. Alter, das gibt's doch nicht. Brandmunition. Das ist alles überhaupt... Ach du Scheiße. Rasen tot, ja, viel Glück. Du schaffst das schon, rasen tot, ich glaube an dich. Oh Gott, nein! Hat ein Flakgeschoss abgekriegt. Rasentot! Beide laden nach. Ja, okay. Noch höher, bitte. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hoch. Wir müssen in sichere Gefilde. Schneller, schneller nach oben, bitte. So, miese Hexe, wieder zurück. Sprit ist gut, müssen uns keine Sorgen machen. Ah, das gibt's doch nicht! Feuer löschen. Sehr schön, sehr schön. Haben wir gerade einen... Ja, haben wir. Wir haben Motor verloren. Okay, so viel dazu. Ich wollte gerade defensiv drücken, aber dachte mir so, egal. Knarf, keine Sorge. Knarf, der Zweite. Ist der Sohn. Die können halt hier hoch. Das ist das Problem. Auch markierbar. Sauerstoff, wie sieht es damit aus? Mach den weg! Mach ihn einfach weg! Oh Gott, nein! Noch! Ein Rad ist beschädigt, na toll. Rasenhut, geh dich mal heilen. Wir sind immer noch nicht über... Doch, wir sind über Englerland.
Okay. Wow, das war jetzt noch... Alter, war das jetzt noch übel. Mein Gott, Walter. Schade, dass das, das nicht reparieren kann. Das wäre auch cool. Mal auf Position. Miese Hexe geht auch mal nach vorne. Kann eine Bruchlandung werden, deswegen müssen wir uns auch mal heilen. Okay. So, schauen wir mal. Fahrwerk ausfahren. Ja, sehr gut. Ja, Treibstoff ist kein Problem. Ach, ich dachte gerade, wo ist der denn landen? Ich hab nicht gesehen, wie schnell der die gewendet hat, meine Güte. Das Ding ist, jetzt können wir Geld sparen. Wenn wir nochmal abstürzen, haben wir direkt Kohle. Aber ich versuche erstmal unsere Panzerung zu maximieren. So, mach's gut. Boah, geil. 22.000. Was gibt's eigentlich noch für Knarren? Haben wir schon alles? Von den Gürteln? Warte mal. Hier gibt es nur einen 4er 50 Kaliber. Ja, das wäre vielleicht auch nice. Ich glaube, dass wir mit dem 50 Kaliber vielleicht besser fahren würden, aber naja, egal. So, bis zur nächsten Folge Bomber Crew, liebe Leute. Ihr seid die Besten. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.